Protect Correct. Herzlich willkommen zu einem neuen Anwendungsvideo der Firma Protect and Cover. Wir informieren Sie heute über den Unterschied zwischen diffusionsoffenem Abdeckvlies und Vlies mit Folie. Hierfür verwenden wir das atmungsaktive Filter- und Puffervlies und das Thermoverbundvlies SV50 mit Folie, beide mit je 250 Gramm je Quadratmeter. Um die Flüssigkeit für Sie sichtbar zu machen, verwenden wir Kaffee für unser Beispiel, um ausdampfende Böden zu simulieren. Nach ca. 30 Minuten hat die atmungsaktive Fähigkeit des Vlieses ohne Dampfsperre die Flüssigkeit nahezu vollständig aufgesaugt und kann sie problemlos an die Umgebung weiter abgeben. Stockflecken, Verfärbungen und Ausblühungen können bei emissionierenden Böden wie Naturstein oder Estrichen somit vermindert werden. Die Folie des zweiten Vlies verhindert allerdings die Möglichkeit des Kaffees zu verdunsten. Staunässe kann dadurch nach kurzer Zeit empfindlichen Böden Schäden zufügen. Bei unserem zweiten Versuch schütten wir Kaffee auf die Materialien und lassen sie ca. 30 Minuten einwirken. Die Dampfsperre auf der linken Bildseite wirkt dabei wie ein Schutzschild für den Belag und verhindert vollständig das Durchdringen der Flüssigkeit. Das diffusionsoffene Vlies lässt diese jedoch durch. Kleinste Mengen Kaffee können, wie hier gezeigt, schon irreparable Verfärbungen entstehen lassen. Für beide Abdeckklassen gibt es natürlich unterschiedliche Stärken, wie der Schutzlegeboden Hammerfest Extra mit seinen 1400 Gramm je Quadratmeter als Alternative zu Faserplatten oder das Hammerfest Supervlies mit 850 Gramm je Quadratmeter, Folie und Spinnvlies. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.protect-cover.de.